Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Brinkmann und König. Und Sie wissen, Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro. Und Peter Brinkmann von TV Berlin. Laden uns immer einen Gast ein. Da sagt man eigentlich heute Gästin. Das können Sie machen, wie Sie möchten. Ich mache Ihnen da keine Vorschriften. Gast, ein, den wir nach Möglichkeit das ganze Wissen herauspressen, wie eine saftige Zitrone. Und das ist heute Frau Dr. Marin Jasper Winter von der FDP. Sie sind Abgeordnete im Abgeordnetenhaus und das schon recht lange. Sie machen Politik schon sehr, sehr lange, über 20 Jahre. Obwohl man es ja nicht glaubt, sind Sie schon als Kind angefangen, politisch zu arbeiten. Als Kind nicht, aber ich habe in der Tat, mache ich seit 20, 25 Jahren, engagiere ich mich ehrenamtlich. Mit 18 angefangen bei den jungen Liberalen, alles ehrenamtlich, bis ich 2016 dann ins Berliner Abgeordnetenhaus einziehen durfte und seitdem eben mit einem Mandat versehen. Und da sind Sie, das lese ich mal vor, Sprecherin für berufliche Bildung, Frauen, Integration und Arbeit. Das ist ganz schön eine Menge. Was ist denn Ihr Schwergewicht oder was ärgert Sie momentan im Berliner Arbeitsmarkt bei der Berufsausbildung so richtig, wo Sie sagen, warum kriegen wir das nicht in den Griff? Am meisten ärgert mich, dass das Potenzial von so vielen jungen Leuten, die wir auch brauchen als Fachkräfte, aber die selber auch eine Chance brauchen, einfach nicht gesehen wird, dass die in den Schulen nicht auf einen guten, ich sag mal, orientierten Weg in Richtung Beruf kommen und dass wir jedes Jahr da einfach Potenzial verschenken. Wir haben in Berlin das höchste Ausbildungsalter. Die jungen Leute fangen im Schnitt mit 21,6 Jahren erst in Berlin eine Ausbildung an, bundesweit am höchsten. Und in der Zwischenzeit, tja, passiert man ja, Berlin Job so ein bisschen. Berlin ist eine lebendige Stadt, da muss man ein bisschen feiern. Ja, gegen Freiheit und Lebendigkeit habe ich ja nichts. Aber irgendwann muss man auch mal sehen, dass man auf einen grünen Zweig kommt und auch sein Leben selber finanzieren kann, in die Hand nehmen kann und auch irgendwie für spätere Leben auch gute Chancen hat. Und die werden in der Stadt im Moment, finde ich, vertan zulasten der jungen Leute. Liegt das jetzt nicht nur daran, dass das Bildungssystem in Berlin also unter den letzten, unter den deutschen Bundesländern ist oder dass ausländische Zuwanderer es so schwer haben, von der Berliner Behördenseite her Fuß zu fassen und eine Ausbildung beginnen zu können und eine Arbeit beginnen zu können? Es sind ganz viele Gründe, das macht es ja so schwierig. Erstens glaube ich, dass die Berufsorientierung in den Schulen tatsächlich nicht funktioniert. Neben auch Problemen, die viele Schülerinnen und Schüler haben mit den Grundkenntnissen Deutsch, Mathe oder auch einfach mal irgendwo ja, pünktlich zu erscheinen. Das sind auch Fragen des allgemeinen Schulsystems. Aber warum, Zwischenfrage, warum Sie sagen, das funktioniert nicht? Warum funktioniert das denn nicht? Ich glaube, dass es an manchen Schulen sehr gut funktioniert, weil es vom Einzelengagement der Lehrerinnen und Lehrer abhängt. Da macht man ein gutes Programm für Berufsorientierung. An anderen Schulen reicht dafür die Zeit und die Nerven schlicht nicht. Und so richtig hat man keine vernünftige Strategie. Und wenn man sich anschaut, was wirkt eigentlich bei jungen Leuten, ne? Was spricht die an, was nicht, um bestimmte Berufe zu ergreifen, weiß man, dass man eigentlich viel mehr Vorbilder in die Schulen schicken muss. Und deswegen mache ich mich seit Jahren stark, und das ärgert mich, dass diese gute Idee leider noch nicht durchgedrungen ist beim Senat. Wir fordern, dass wir Ausbildungsbotschafterinnen und Botschafter, junge Leute, die eine Ausbildung machen, in die Schulen schicken, wie das Baden-Württemberg im großen Umfang macht, in die 8., 9. Klasse, die dann für eine Ausbildung, für eine duale Ausbildung zum Beispiel werben. Wie sieht das aus? Die gehen rein in die Klassen, stellen ihre Berufe vor. Ich stelle mir übrigens auch vor, dass wir auch mehr Mädchen in technischen Berufen für diese Berufe gewinnen können. Wenn eine junge Frau da steht und sagt, ich mache eine Ausbildung in einem technischen Beruf, ist ja auch ein Riesenproblem, dass wir da die Mädchen nicht also Mechatronikerin zum Beispiel. Mehr Frauen. Genau. Das ist das eine, wenn da, ich sag mal, ein älterer Lehrer steht und sagt, ja, es gibt folgende Ausbildungsberufe und dann gibt es noch den Mechatroniker. Als wenn da eine junge Frau oder ein junger Mann steht und sagt, ich mache da eine Ausbildung, es macht Spaß, man verdient auch ein bisschen was dabei und ich habe damit echt gute Chancen später und kann mir was aufbauen. Da muss ich jetzt kurz einhaken. Ich bin seit 46 Jahren Journalist. Als ganz junger Reporter kam ich zu einer meiner ersten Pressekonferenzen. Da wurde vorgeführt, Mädchen in die, heute sagt man MINT-Berufe, also genau, in die technischen und mathematischen Berufe. Warum ist das heute immer noch ein Thema, das eigentlich
viel zu wenig funktioniert. Nach 46 Jahren haben wir genau den gleichen Stand wie damals. Ja, das stimmt und das ärgert mich sehr, weil ich glaube, dass diese Frage Mädchen und Frauen in die MINT-Berufe gleichermaßen zu beurteilen, die Gleichstellungsfrage ist. Wenn das nicht gelingt, haben Frauen den Anschluss an Digitalisierung, an gute Berufe, an Berufe, die man braucht. Stichwort Klimawandel. Wer soll denn den ganzen Klimawandel, den Umbau der Stadt hier machen? Das sind Leute, die in den MINT-Berufen arbeiten, haben Frauen den Anschluss verloren. Und ich glaube, dass, warum ist man da nicht vorangekommen? In Berlin ist für dieses Thema Berufsausbildung sind schon mal mindestens zwei Senatsverwaltungen zuständig. Für Arbeit, Frau Kipping, und dann ist die Bildung für die Berufsorientierung ja auch noch mit dabei. Beide Senatorinnen sprechen offenkundig sich überhaupt nicht ab, was man machen könnte im Bereich MINT. Jeder macht so ein bisschen was. Wir haben einen Flickenteppich an Programmen und man kommt nicht zu Rande. Auf Bundesebene gibt es jetzt, Gott sei Dank, durch die Bundesbildungsministerin einen großen, ich sag mal, Kraftakt, auch finanziell, einen nationalen Plan, wie man diese ganzen Anstrengungen der einzelnen Schulen, der Verwaltung mit den Unternehmen zusammen auf die Bahn bekommen will. Da wird recht viel Geld reingesteckt. Und das muss natürlich aber dann auch in den Bundesländern ankommen. Und, ja, und, wenn die es nicht machen, wie in Berlin? Dafür sind wir als Opposition da. Und in der Regierung wäre es das Erste, was ich tatsächlich angehen würde, wenn ich in Verantwortung wäre, hier eine MINT-Strategie zu machen. Von der Kita, Schule, Ausbildung, Studium bis in die Unternehmen. Ja, aber es ist doch einsichtig und einfach zu begreifen. Eigentlich ja, aber ja. Es ist eben ein vernachlässigtes Thema. Die Berufsausbildung ist immer vernachlässigt worden. Man redet immer von Wertschätzung, aber letztlich passiert relativ wenig. Man lässt das laufen. Und dann hat man so einzelne Vorzeigeprojekte für den MINT-Bereich, ein paar auch für die Mädchen. Girls Day ist so ein Stichwort. Das sind so Einzelaktionen. Aber wir schaffen es nicht, zum Beispiel gute Projekte wie das Haus der kleinen Forscher in den Kitas zu verstetigen, sodass jede Kita so naturwissenschaftliche, die machen ja Spielereien, aber auch so ein bisschen mit, wie funktioniert Oberfläche von Wasser zum Beispiel, machen die ganz tolle Sachen in den Kitas. Das funktioniert halt eben noch nicht, weil man so Einzelaktionen hat, der Schulen aber nicht und Kitas aber nicht sagt, so, wir verstetigen das, wir finanzieren das aus, alle Kitas machen das und dann verknüpft man das mit den Schulen und die Schulen verknüpfen sich zum Beispiel mit den Oberstufenzentren. Und dann löst sich das Problem. Ich glaube, der Knoten würde sich dann lösen. Löst sich das Problem der fehlenden Facharbeiter von selbst? Nein, ein anderer wichtiger Aspekt ist natürlich auch, Herr König, Sie hatten es auch angesprochen, es ist vielschichtig, weil wir immer noch althergebrachte Rollenbilder haben. Was macht ein Mädchen, was macht ein Junge? Und das hat sich ein bisschen verbessert, glaube ich schon, aber noch nicht richtig aufgelöst. Und natürlich muss man dann im zweiten Schritt auch die Eltern mitnehmen. Eltern und Familie sind so prägend und ganz unbewusst Vorbilder. Und viele Eltern kennen, wenn es um Ausbildungsberufe gibt, 10 Ausbildungsberufe. Die können in der Regel so 10 aufzählen. Aber haben natürlich gar keinen Überblick, was es alles noch zusätzlich gibt. Also schön aufgeteilt nach Mädchen und Jungen. Nach Mädchen und Junge. Und es gibt in Baden-Württemberg hat man eben angefangen, die Azubi-Botschafterinnen und Botschafter auch auf die Elternabende zu schicken, um die Eltern mitzunehmen und zu sagen, es gibt was Neues, es gibt eine Vielzahl von neuen Ausbildungsberufen und im Übrigen machen auch Mädchen oder können auch Mädchen gut folgende Berufe. Wenn das in Baden-Württemberg funktioniert, dann könnte es doch in Berlin funktionieren. Ja, man muss sich eben mit den Kammern, also mit der Wirtschaft und den Verbänden, mit den unterschiedlichen Verwaltungen in Berlin und den Schulen zusammentun. Dieser Zusammenschluss, ein echtes Bündnis für Ausbildung, fehlt. Wir haben da viel auf dem Papier, aber so pragmatisch wie in anderen Bundesländern, die das machen, die zusammenarbeiten, funktioniert das in Berlin leider noch nicht. Da wird sich eher, und das erleben wir immer in den Debatten im Ausschuss für Integration, Arbeit, Soziales, jetzt ist ja Beginn des Ausbildungsjahres, ich glaube, da wird wieder gemeckert, dass die Unternehmen zu wenig ausbilden, was nicht stimmt. Die Unternehmen haben dieses Jahr 1000 Ausbildungsplätze in Berlin mehr geschaffen.
Und dann kommt die linken Senatorin, Frau Kipping, und sagt, wir müssen jetzt auch eine Ausbildungsplatzabgabe machen, also noch sanktionieren. Ich finde, wir brauchen echte Wertschätzung, auch für Ausbilder, und einen echten Zusammenschluss und nicht ein Gegeneinander. Jetzt erzähle ich einmal einen positiven Aspekt vom schwachen Berliner Bildungssystem, was aber unterm Strich kein Kompliment für Berlin ist. Ich habe viel mit Diplomaten zu tun, von Beruf her, und erzählte mir jüngst ein asiatischer Botschafter, seine Kinder wollten das asiatische Land wegen der Freunde nicht verlassen. Und er konnte die Kinder dann für Berlin gewinnen, für den Umzug, indem er sagte, also denk mal nach, wie streng die Schule in deiner Heimat ist und wie locker und leicht die Schule in Berlin ist. Oh, das war der Schlager an der Mann. Darüber denken wir jetzt mal nach, ob das das richtige Lockmittel für Berlin ist. Und wir machen eine kleine Werbepause, dann sind wir wieder da. Brinkmann und König mit Dr. Maren Jasper Winter von der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Und es geht gleich weiter. Kurze Werbepause. Wieder zurück in unserer Sendung Brinkmann und König, Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro. Und Peter Brinkmann von TV Berlin. Wir haben uns heute eingeladen, Dr. Maren Jasper Winter von der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Und wir reden über das Schulsystem, die Ausbildung in Berlin. Sie sind nämlich Sprecherin für berufliche Bildung, Frauen, Integration und Arbeit. Wir sind beim Thema Facharbeitermangel angelangt. Nachdem wir die Schulen analysiert haben, dann haben wir eine Kette, dann wissen wir, warum wir so wenig Facharbeiter haben. Sie haben aber diese Woche einen Vorschlag vorgelegt zum Facharbeitermangel in Berlin. Wie sieht der aus? Ja, eine Wertschätzung für die berufliche Ausbildung und letztlich auch eine schnellere Integration in den Arbeitsmarkt von den Menschen, die nach Berlin kommen. Flüchtlinge zum Beispiel. Geflüchtete Menschen, aber auch, das nennt sich Talents, International Talents aus der Welt, denn Berlin ist ja ein Anziehungspunkt, was toll ist. Viele wollen nach Berlin kommen, weil die Schule einfach ist oder sagen wir mal eine größere Lebendigkeit ermöglicht, das würde ich eher sagen, und weil die Stadt eben lebenswert ist, interessant ist. Und natürlich gerade eben seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs kommen ja auch viele Geflüchtete aus der Ukraine. Wir haben jetzt zum Beginn des Schuljahres, ich meine 5000 Kinder in den Schulen, in den Willkommensklassen, hoffentlich bald auch im Regelunterricht. Also das sind schon viele Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nach Berlin kommen. Und es kann nicht sein, dass man hier auf die Anerkennung einer Qualifikation, vor allem im Gesundheits- und Pflegebereich, Wochen und Monate wartet, wo wir die Leute dringend, dringend brauchen. Und es geht ja auch nicht nur, aber natürlich auch, wenn man nach Berlin kommt, erstmal um ein Dach über dem Kopf, das ist ein anderes Thema, und eine Versorgung, sondern auch um eine Arbeit, eine Möglichkeit einer Beschäftigung nachzugehen. Und da erlauben wir uns auch über die Behörden und die ganze Bürokratie eine zu lange Wartezeit, um endlich auch hier arbeiten zu können. Aber ich darf da mal einen kleinen Einspruch anmerken. Ich kann ja, ohne, wenn ich die Zeugnisse, die die Leute mitbringen, nicht prüfe, ob die auch wirklich echt sind, und mir nicht jemand irgendein X für U vormacht, ohne diese Prüfung kann ich die Leute doch nicht in den deutschen Arbeitsmarkt entlassen. Und das dauert doch eben. Wie viele Flüchtlinge haben wir in Berlin allein aus der Ukraine? 500.000? Ungefähr, ja. Ja, und wenn jeder sagt, ich kann das und das, ohne dass ich es prüfe, dann glaube ich, sehe es auch nicht gut aus. Man muss natürlich vor allem bei den regulierten Berufen, vor allem im Pflege-, Gesundheitsbereich gucken, haben die Leute auch die Qualifikation? Ist das wirklich ein Krankenpfleger oder eine ausgebildete Fachärztin? Aber wir hatten Petitionen im Petitionsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Da hat jemand 2 Jahre auf die Anerkennung als Arzt gewartet. Und das kann nicht sein. Man braucht sicherlich eine gewisse Zeit, um zu gucken, sind die Qualifikationen vergleichbar. Aber erstens haben wir einfach zu wenig Leute im LAGESO, was dafür zuständig ist, um die Anträge zeitlich angemessen zu bearbeiten. Und dann müsste man durch eine Digitalisierung, die in diesem Bereich schlicht eigentlich kaum vorhanden ist, einfach das ganze Verfahren beschleunigen. Und da sind wir unglaublich träge und schlecht aufgestellt. Sie sind ja auch frauenpolitisch unterwegs.
Was ist im Moment für Sie das Wichtigste in der Frauenpolitik? Ist es das Gendern oder was ist es? Also am Gendern halte ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf, weil das erregt die Gemüter, das kann man verstehen, manche erregt das auch nicht, das ist auch in Ordnung. Ich finde, das lenkt von den eigentlich wichtigen Themen ab, die wir haben. Wir haben neben der Frage, dass die, darüber haben wir eben gesprochen, die Mädchen und Frauen dringend gleichermaßen in der Digitalisierung und im MINT-Bereich im Erwerbsleben partizipieren sollten, immer noch eine riesige Lücke zwischen Männern, die sich in der Familienarbeit beteiligen, und Frauen. Es machen immer noch Frauen den überwiegenden Teil der sogenannten Care-Arbeit, pflegen auch ältere Angehörige überwiegend, und das eben neben dem Job. Und das ist immer noch eine riesige Herausforderung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deswegen brauchen wir nach wie vor mehr Kita-Plätze in Berlin. Wir brauchen einen vernünftigen, guten Ganztag der Schulen und nicht nur sozusagen eine Nachmittagsaufbewahrung, sondern es muss ein echter Bildungsauftrag dann auch nachmittags natürlich spielerisch dann sein. Und ja, letztlich auch Anreize der Beteiligung der Väter, was die Familienarbeit angeht. Ich glaube, wir brauchen auch eine viel größere Akzeptanz von Teilzeitarbeit, dass man in Teilzeit auch trotzdem noch vorankommen kann. Und da könnte die Berliner Verwaltung tatsächlich selber Vorbild sein, wenn man sich überlegt, was kann man machen. Das ist alles noch recht, ich sag mal, altbacken, weil wenn man sich anschaut, wer hat Führungsposition in der Berliner Verwaltung, sind das eigentlich kaum Frauen oder Männer, die in Teilzeit arbeiten. Das müsste sich, finde ich, auch vom Mindset grundsätzlich ändern. Aber auch das ist eigentlich schon altbekannt und es gibt da auch kaum Fortschritte, ja? Naja, das Arbeiten ist flexibler geworden, es ist digitaler geworden. Das ist das Gute an dieser wirklich nervenaufreibenden Pandemiesituation, dass da auch sich viel bewegt hat und viel Akzeptanz gekommen ist fürs digitale Arbeiten. Auch endlich in vielen Bereichen der Berliner Verwaltung eine anständige Ausstattung. Das hat also einen Schub gegeben. Insofern glaube ich, dass flexibles Arbeiten noch mehr zum Standard geworden ist. Man muss natürlich jetzt genau hinschauen, geht Homeoffice eher zu Lasten der Frauen oder ist es eine Chance? Und das ist eben auch eine Frage der Einstellung und der Einbeziehung und der guten Organisation zwischen Präsenz und digitalem Arbeiten. Und der Wohnsituation, der und konkreten. Der Wohnen, genau. Ja. Ich will noch mal auf einen Punkt kommen, den ich gerade bei einem meiner Söhne erlebt habe. Der hat einen Meister gemacht und dann kommen Leute und sagen, du musst noch einen Master machen oder umgekehrt. Ich habe immer gedacht, das ist gleichgestellt. Noch nicht wirklich. Wir haben ja in 2 Wochen hier in Berlin die Meisterfeier. Ich war selber schon mal dabei und das ist ja sehr bewegend, wenn die Meistertitel ausgegeben werden und man die ganze Familiengeschichte und die ganze Belastung derjenigen, die geehrt werden, ja, hier zeitgleich. Aber dann gehe ich nach England und da sagen die, what is Meister? I don't know what is Meister. Wir brauchen eine stärkere Akzeptanz, aber das Ganze ist ja auch ein teures Unterfangen. Allein für die Prüfung, Meisterprüfung, muss man im Schnitt 740 Euro auf den Tisch des Hauses legen. Wir meinen, dass man zumindest erstmal um diese Prüfungsgebühr unmittelbar entlasten sollte, dass das übernommen wird. Haben auch Anträge in Haushaltsverhandlungen gestellt, damit die Gelder dafür eingestellt werden. Leider ohne Erfolg. Wie gesagt, Rot-Grün-Rot redet von der Wertschätzung, aber es passiert nicht viel der beruflichen Ausbildung. Und zum anderen kommen dann ja im Rahmen dieser Meisterlehrgänge auch für die Prüfungen und den Lehrgang erhebliche Kosten auf einen zu. Und auch da brauchen wir dann schrittweise eine Entlastung. Und dann haben wir tatsächlich eine echte Wertschätzung und Gleichstellung zwischen Meister und Master, weil es kann nicht sein, für das eine muss ich erheblich bezahlen, für das andere nicht. Ja, und Abitur ist auch umsonst. umsonst meinen Sie? Nein, umsonst ist es nicht. Nein, ich muss keine Gebühren bezahlen. Deswegen verstehe ich das nicht mit Meister. Aber ja, Sie arbeiten aber da dran. Fängt es an. Das ist immer ganz gut. Mal sehen, ob Sie, wenn wir das nächste Mal hier sitzen, ob da schon Fortschritte erzielt sind. Ich hoffe doch. Soweit ich informiert bin, sind Sie ja auch im Bundesvorstand der FDP. Wie ist denn dort die Stimmung? Haben Sie das Gefühl, dass diese Legislaturperiode ausgefüllt wird mit dieser Koalition oder wird das vorher zusammenkrachen? Das glaube ich nicht, dass es zusammenkrachen wird. Das ist für die FDP auf Bundesebene eine neue Konstellation, eine Dreierkonstellation.
auch eine, die man bisher in der Kombination auf Bundesebene noch nicht geprobt hat. Und es sind natürlich Herausforderungen, die keiner vorhergesehen hat mit dem Ukraine-Krieg dazugekommen. Ich glaube aber, dass alle drei Koalitionspartner den festen Willen haben, in diesen schwierigen Zeiten eine stabile Regierung darzustellen, die auch wenn es schwieriger wird, auch der Winter vielleicht für den einen oder anderen oder für viele Familien vielleicht schwieriger wird, was Heizkostenabrechnung und steigende Lebenshaltungskosten angeht, da eine verlässliche, gute Regierung zu sein, die da, wo es Sinn macht, dazu haben wir einen sehr guten Finanzminister, der hinschaut, Entlastung den Familien und denjenigen, die es am dringendsten benötigen, auch gibt. Klingt gut. Und leider klingt es nicht gut. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Ewald König. Wir müssen Sie bald wieder einladen. Ja. Ich würde mich freuen. Und bei Peter Brinkmann von TV Berlin. Und vor allen Dingen bei unserem Gast. Ich weiß immer noch nicht, ob es Gästin ist. Wir bleiben mal beim Gast. Vollkommen in Ordnung. Gendersprache Dr. Marin Jasper-Winter. Sie haben übrigens Ihre Doktorarbeit geschrieben über die Finanzierung der Stilllegung von Kraftwerken, von Atomkraftwerken. Wird ja ganz aktuell. Vielleicht reden wir das nächste Mal darüber. Können wir machen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Und wir sehen uns wieder, wie immer, jeden Dienstag 18:15 auf TV Berlin. Brinkmann und König. Bis dahin, bis nächste Woche. Danke und tschüss.